Also, jetzt mache ich ein Tutorial von, wie sage ich mal von, also ich mache ein Tutorial, wie man halt einen animierten Avatar macht mit GIMP 2.6.11 heißt es, glaube ich. Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall 2.6. Ich habe schon die Ebenen vorgemacht. In hellblau, schönes Blau. Auf der ersten Seite machen wir gleich. Ist jetzt nur ein Beispiel. Ich bin Sisi. Zum Beispiel. Was hab ich? Nee, das ist doch da. So, das wäre es zum Beispiel. Das wäre jetzt der erste. Du siehst auch unten verein. Dann kommt der da. Dann machen wir jetzt zum Beispiel. Ja, da müssen wir eigentlich auch einen Text neu schreiben. Und züchte. So. Und das müssen wir dann auch nach unten vereinen. Dann kommt der hier. Da tun wir jetzt zum Beispiel, was weiß ich. Ich will nicht zu den Einhorn fällen. Also, ups, sind wir gewesen. Horses, meine Pferde. Okay, dann. Ist jetzt nur ein Beispiel. Ich züchte eigentlich viele Pferde. Araber zum Beispiel züchte ich nämlich. Wirklich. Ich züchte wirklich Araber. Ich bin ein Araber-Freak. Kopieren. So. So ungefähr. So mache ich es immer. Okay, dann. Na, okay, da passt dann die Kieferfarbe jetzt wieder nett. Ja, gucken wir mal, ob das hinhaut. Araber. Das hat so ziemlich hin. Es muss halt auch lesbar sein. Dann kommt zum Beispiel jetzt. Mach halt schneller. Wir fließen sich die ja nicht auf. Werbehörnchen. Einhörner halt. So. Oh. Habe ich jetzt tatsächlich das... Ich bin so blöd. So. Da muss man jetzt ein bisschen heranzoomen und ein bisschen das. Oh, ich glaube, ich habe die falsche Farbe hingenommen. Ich noch ein. So, mal so in einem anderen Modus war.
So ungefähr. So. Besser weiß, wenn es ganz gut aussieht. So, und dann nehmen wir am besten auch wieder grün. Sieht man besser auf schwarz. Bärhörnchen. Ich züchte natürlich in Möglichkeit wirklich mehr Pferde. Aber das sind jetzt die, was ich zurzeit züchte. Moment. Muss ich leider so klein machen. Ich glaube, das sieht man übrigens nicht mehr. Und vielleicht soll ich es andere Farbe machen. Das sieht man selber gar nicht mehr. Das sieht man es auch nicht. Da sieht man es auch nicht. Mensch. Ja, da kann man es ein bisschen sehen. Das tun wir auch nach unten für eine. Und da. Und mehr. Da schreiben wir jetzt halt. Nein. Und viele mehr. So. Ich weiß, dass ich viele falsch geschrieben habe. Ist mir auch aufgefallen. Viele. Oh, verdammt. Mehr. Nach unten vereinen. Dann hier kommt dann noch das Copyright, sagen wir mal so. Bei und Sissy. So, schließen. Andere Schriftfarbe. Das einfügen. Schließen. Nach unten vereinen. Dann speichert man es ab. Nananana, aber animiert. Was wollte ich machen? Oh, ein bisschen auch das. Das habe ich tatsächlich da reingekopiert. Ich glaube es nicht. Nein, ich möchte es nicht. Aber animiert. So, habe ich es nicht gefunden. Ist egal. Das, damit es auch animiert ist, müssen wir es in GIF-Format abspeichern. Dann wird man gefragt, ob man es als Animation oder die sichtbaren Ebenen vereinen will. Ich tue mal als Animation abspeichern. Ja, schön zu schneiden. Dann tut man die Schleifen machen. 100 wäre jetzt echt zu viel. Da mache ich lieber 1500 speichern. So. Und ich sehe dann. So aus. Ich bin Daisy und Züchte Araber, Bärbehörnchen und viele mehr. Bei Sissy. So. Und das war's. Viel Spaß noch.